In diesem Video will ich erklären, worin der Unterschied zwischen einem logisch gültigen Argument und einem schlüssigen Argument besteht. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch für Philosophie interessiert, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Auf diese Weise verpasst ihr kein Video mehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Wir werden uns jetzt zuerst anschauen, was ein Argument überhaupt ist. Danach werden wir die Kriterien für die logische Gültigkeit und für die Schlüssigkeit eines Arguments betrachten. Am Ende will ich euch noch zeigen, wo ihr ein paar Übungsaufgaben dazu finden könnt. Fangen wir an. Was ist überhaupt ein Argument? Ein Argument ist etwas anderes als ein Aussagesatz. Aussagesätze können wahr sein, wenn sie das besagen, was der Fall ist. Andernfalls sind sie falsch. Ein Argument hingegen dient dazu, Aussagesätze zu begründen. Betrachten wir hierzu ein Beispiel. Prämisse 1, alle Menschen müssen schlafen. Prämisse 2, Sokrates ist ein Mensch. Konklusion, also muss Sokrates schlafen. In diesem Beispiel sehen wir das eben Erklärte sehr gut. Die Annahmen des Arguments, auch Prämissen genannt, können jeweils wahr oder falsch sein. Auch die Schlussfolgerung, Konklusion genannt, kann wahr oder falsch sein. Das liegt daran, dass es sich hierbei jeweils um Aussagesätze handelt. Das Argument kann aber nicht wahr oder falsch sein. Wie bereits erwähnt, besteht die Funktion von Argumenten darin, Aussagesätze zu begründen. In diesem Beispiel soll der Aussagesatz "Sokrates muss schlafen" durch die beiden Prämissen begründet werden. Wir sollten Argumente also dahingehend beurteilen, inwiefern sie ihre Begründungsfunktion erfüllen. Betrachten wir nun ein zweites Beispiel. Prämisse 1, alle Menschen mögen Zitronen. Prämisse 2, Jeremias ist ein Mensch. Konklusion, also mag Jeremias Zitronen. Diese zwei Beispiele haben Folgendes gemeinsam. Falls die Prämissen jeweils wahr sind, ist man rationalerweise dazu gezwungen, auch die Konklusion für wahr zu halten. Daher sprechen wir in diesen Fällen davon, dass die Argumente logisch gültig sind. Sie sind gültig, weil eine ganz bestimmte Beziehung zwischen den Prämissen und der Konklusion besteht. Wie schon gesagt, zwingt einen diese Beziehung dazu, die Konklusion für wahr zu halten, falls auch die Prämissen wahr sind. Tatsächlich ist es aber nicht so, dass alle Menschen Zitronen mögen. Diese Annahme ist also falsch. Das Argument ist also zwar logisch gültig, aber nicht schlüssig. Damit ein Argument schlüssig ist, muss es gültig sein und darüber hinaus müssen auch die Prämissen wahr sein. Logische Gültigkeit ist also eine notwendige Bedingung für die Schlüssigkeit eines Arguments. An dieser Stelle sollte man einige Sachen hervorheben. Die Prämissen und die Konklusion eines Arguments könnten zum Beispiel alle falsch sein und trotzdem kann das Argument logisch gültig sein. Es könnte im Beispiel so sein, dass nicht alle Menschen Zitronen mögen. Außerdem ist Jeremias kein Mensch, sondern der Hund eines Freundes. Und dieser Hund hasst Zitronen. In diesem Beispiel wären also alle Aussagesätze falsch und trotzdem ist man rational dazu gezwungen, die Schlussfolgerung für wahr zu halten, falls die Annahmen wahr sind. Also falls alle Menschen tatsächlich Zitronen mögen und Jeremias auch wirklich ein Mensch ist, dann mag Jeremias auch Zitronen. Betrachtet im Gegensatz dazu bitte einmal folgendes Beispiel. Prämisse 1, einige Deutsche leben in Thüringen. Prämisse 2, einige Deutsche sind Ingenieure. Konklusion, in Thüringen leben einige Ingenieure. Die zwei Prämissen und auch die Konklusion sind in diesem Beispiel wahr. Trotzdem ist das Argument logisch ungültig, weil die Wahrheit der Prämissen nicht rational dazu zwingt, auch die Konklusion für wahr zu halten. Also anders gesagt, die Wahrheit der Konklusion geht nicht aus der Wahrheit der Prämissen hervor. Falls ihr logische Gültigkeit und Schlüssigkeit mit Aufgaben üben möchtet, tretet gerne unserem Discord-Server bei. Hier findet ihr einige Übungsaufgaben dazu. Der Link zum Server ist in der Beschreibung. Jetzt kann ich euch dieses Video empfehlen, indem ich euch den Unterschied zwischen notwendigen und hinreichenden Bedingungen erkläre. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bis gleich.